Ja, Femi, freut mich, dass du heute mit uns über Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren sprichst. Du bist ja Mikronährstoffcoach und Gesundheitscoach und hast natürlich hier auch das nötige Expertenwissen. Und ich hoffe, dass du mir und natürlich den Kunden und Zuschauern jetzt das Thema ja, Stück für Stück näher bringen kannst. Liebe Katharina, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und als Experten bezeichnet zu werden, finde ich immer noch großartig. Es ist ein tolles Gefühl. Es ist ein wahnsinns weites Feld, ein hochinteressantes Thema und mit Lernen und Wissen in dem Bereich wird man wahrscheinlich nie zu Ende kommen. Also von daher wird das bestimmt jetzt für viele auch ein sehr interessantes Einstiegsvideo zu der Thematik. Ich freue mich. Das glaube ich auf jeden Fall. Möchtest du uns vorher erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du dich mit dem Thema beschäftigst? Ja, also das hat ganz früh bei mir angefangen. Ich war als Jugendliche schon sehr interessiert an Medizin, an Psychologie. Das ist so eine Art Hobby. Habe mich auch sehr früh mit den Bestandteilen unserer Ernährung auseinandergesetzt, denn das sind ja Mikronährstoffe, diese kleinen Bausteine des Lebens, die in unseren Lebensmitteln sitzen, beziehungsweise sitzen sollten. Das ist aber ein anderes Thema. Ich habe lange Zeit selber rumexperimentiert, habe dann aber, wie das Leben so spielt, meinen Bezug dazu verloren und habe im Laufe meines Lebens nach 3 Schwangerschaften und viele andere Faktoren, die dazu kamen, an Gewicht zugelegt, bis ich über 190 Kilogramm gewogen habe. So, und dann habe ich gesagt, irgendwann, jetzt ist Schluss. Ich wollte keine Magenverkleinerung, ich wollte meinen Körper nicht verstümmeln. Und habe mich wieder auf das besonnen, was ich ja schon mal getan hatte, die Ernährung grundsätzlich umzustellen und meinen Körper mit den richtigen Mikronährstoffen zu unterstützen. Und so bin ich immer weiter in das Feld hineingegangen, bis mein Mann irgendwann sagte: Sag mal, Frau, das ist deine Passion, warum machst du es nicht zum Beruf? Ja, und da fing es an. Dann machte ich Kurse, dann machte ich Seminare, dann machte ich Ausbildung. Ja, und jetzt stehe ich heute hier und bin bei euch auf dem Portal und mach dieses Interview. Ich bin gespannt, wo es noch hingeht. Ja, super. Also spannende Geschichte, spannend wirklich. Wir wollten ja heute ein bisschen Klarheit schaffen über Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren. Und du misst die ja auch. Also du bist ja Biohackerin und misst sozusagen vorher, was dir überhaupt fehlt. Ist es für unsere Kunden oder für jeden, der interessiert ist, auch ein wichtiges Thema, erstmal zu messen, was ihm denn fehlt? Oder kann man sagen, okay, man fängt mal mit was anderem an? Da gibt es verschiedene Angehensweisen. Das Messen an sich finde ich gerade, wenn man jetzt selbstbestimmt an seinem Vitamin-Mineralien-Status was ändern will, sehr wichtig. Also da halte ich es schon für vernünftig, einfach mal zu messen, was ist vorhanden, was ist da. Wenn man in meinem Tätigkeitsfeld unterwegs ist, dann liest man vor allen Dingen die Symptomatik. Aber das möchte ich einem Laien jetzt nicht unbedingt zumuten. Ich kann das an einem ganz kurzen Beispiel erklären. Nehmen wir zum Beispiel Magnesiummangel. Magnesiummangel wird vielen Leuten ein Begriff sein. Und wer schon mal Wadenkrämpfe hatte, der weiß, dass mit der richtigen Dosis an Magnesium diese Wadenkrämpfe behoben werden können. Nun, mein Fachgebiet ist es, anhand von Symptomatiken genau diese Mängel aus dem Körper herauszulesen. Das heißt also, dem Körper ganz genau zuzuhören, was sagt der Körper mir? Und was braucht er? Also der Körper spricht den ganzen Tag mit uns, mannigfaltige Weisen sich auszudrücken. Wer diese Körpersprache nicht lesen kann, der ist sehr gut damit beraten, selber zu testen und dann nach diesen Tests zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Mangel von 2, 3 Stoffen. Das wäre schon mal vernünftig, die auf jeden Fall auszugleichen. Das kann nicht verkehrt sein. Die Obergrenzen für diese Stoffe, das ist jetzt wieder eine Definitionsfrage. Wir bewegen uns da in diesen Normwerten. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber diese Normwerte sind nicht für alle Menschen unbedingt im optimalen Bereich, wie sie vorgegeben sind. Das ist aber, wie gesagt, schon wieder ein weiterführendes Feld. Also für jemanden, der wirklich den Einstieg macht, selbst testen, nachschauen, was ist im Mangel, diesen Mangel ausgleichen und dann wirklich auf den Körper hören, geht es mir jetzt damit besser?
Denn das ist genau der Punkt. Wenn du jemanden fragst, Katharina, den du triffst, ja, wie geht's dir? Er sagt, ja, mir geht's gut. Ja, stimmt. Ja. Aber weiß derjenige, wie gut es ihm gehen könnte, wenn er alle Nährstoffe hätte? Und das ist nämlich das Ei des Kolumbus. Was ganz häufig in der heutigen Zeit ist, dass viele Menschen an einem eklatanten Eiweißmangel leiden, also einem Aminosäuremangel. Den merkt man nicht unbedingt, weil so wie wir durch das Leben schlurfen, ist ja für uns der Normalzustand. Und wenn du bei einem Kandidaten, der wirklich zu wenig Aminosäuren hat, plötzlich die Aminosäuren zuführst, dann wird der eine Lebensveränderung spüren, die ihn wirklich, wenn es gut läuft, aus den Socken haut. Und dann kannst du nochmal fragen, und wie geht's dir jetzt? Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber das ist eben dieses Try and Error. Man muss wirklich probieren und schauen, das auszugleichen. Aber jetzt bin ich schon wieder ein bisschen abgespült. Das ist typisch für mich. Nee, finde ich super. Waren wichtige Themen dabei. Also das heißt, wie ich das verstehe, dass man trotz, wenn man auf einem guten Level der Gesundheit ist, also sich fit fühlt, trotzdem was machen sollte, da ja die meisten Menschen gehen ja eigentlich nur zum Arzt gefühlt, wenn sie krank sind. Also richtig, und dann ist es zu spät und das ist das Problem. Also jetzt nehmen wir einfach mal an, ich roll's mal von vorne auf. Mhm. Bis der Mensch so 20, 25 Jahre alt ist, verzeiht der Körper wahnsinnig viel. Also der Körper hat Mechanismen zur Kompensation, die sind Wahnsinn. Ich sage so, bis 25, vielleicht auch noch bis 30, plätschert das so vor sich hin und der Körper versucht alles irgendwo so ein bisschen auszutarieren, auszustabilisieren. Das ist das Erste. Das Zweite, ab Mitte 30, spätestens 40, fängt die körpereigene Produktion von Stoffen an, sich runterzufahren. Das ist Biologie. Wir kommen aus dem Reproduktionsalter praktisch heraus, wobei sich das natürlich in unseren Gefilden weit schon nach hinten verlagert hat. Und trotzdem produziert der Körper weniger Stoffe, also er synthetisiert schon mal selber weniger. Mhm. Auch die Aufnahmefähigkeit von Nährstoffen wird geringer mit zunehmendem Alter, beziehungsweise die Menge, die wir brauchen, wird größer. Und ich glaube, jetzt merkt man schon, worauf es hinausläuft. So, wenn wir jetzt noch die Umweltfaktoren nehmen, die uns alle beeinflussen, Strahlung, Pestizide, andere Umweltgifte, Wasserqualität, Lichttoxizität, also diese Lichtüberflutung, Reizüberflutung und. Wenn wir die jetzt noch dazu nehmen, diese ganzen Faktoren, die auch noch Nährstoffräuber sind, wenn wir dann sehen, was wir an Lebensmitteln konsumieren, was ist in diesen Lebensmitteln überhaupt noch drin, dann haben wir ganz, ganz schnell auf kurz oder lang ein Problem. Der eine mehr, der andere weniger. Und wenn wir jetzt sagen, dass Alterserscheinungen oder chronische Erkrankungen grundlegend auch mit auf einem Nährstoffdefizit basieren, dann muss es jedem einleuchten, dass wir Nährstoffe auf kurz oder lang zuführen sollten und meiner Meinung nach auch müssen. Und das fängt schon relativ früh an. Das heißt, wenn ich die kindliche Entwicklung zum Beispiel optimieren will, dann ist es angeraten, schon in der Schwangerschaft verschiedene Stoffe zu supplementieren. Darunter das Omega-3, das Vitamin A. Da sind ganz viele Stoffe. Das sind jetzt nur zwei, die ich jetzt mal rausgegriffen habe. Und so zieht sich das durchs ganze Leben. Ja, und natürlich, ja, es sind weniger von diesen ganzen Vitaminen und alles ja in der Ernährung drinnen. Also das heißt, jemand, der sich komplett gesund ernährt, heißt aber noch lange nicht, dass er dann super gut versorgt ist. Ne? Ja, vor allen Dingen, wir müssen erstmal gesund definieren. Und jetzt fängt es an, haarig zu werden, weil gesund ist für jeden irgendwo ein bisschen was anderes. Wenn jetzt der eine sagt, wow, ich ernähre mich super gesund, ich esse nur Obst und Gemüse, dann sage ich, holla die Waldfee. Ist nicht unbedingt gesund. Oder wenn einer sagt, oh, ich esse viel Fleisch und Mischkost, und muss das auch nicht unbedingt gesund sein. Ernährung ist ein hochkomplexes Thema und es ist ein sehr individuelles Thema. Also wir haben Stoffwechseltypen, bei dem einen passt eine karnivore Ernährung sehr gut, die also wirklich Fleisch- und Fischbasiert ist, also
wirklich alles tierischen Ursprungs. Der nächste kommt super gut mit einer gemäßigten Mischkost aus. Der nächste verträgt zum Beispiel Nachtschattengewächse nicht. Der nächste verträgt keine Milchprodukte. Es ist hochgradig individuell. Die einzige Konstante, die bei allen Menschen gleich ist und auf die wir achten müssen, ist das Aminosäure, also das Eiweißintake. Das muss passen. Und die Fettsäuren müssen passen. Also diese zwei Makronährstoffe, Eiweiß und Fett, sind essentiell und müssen passen. Da kommen wir auch nicht aus. Wenn wir die in den Mangel fahren, schieben wir den Körper in den Mangel und wir kriegen Probleme. Das Einzige, was nicht essentiell ist, das sind die Kohlenhydrate. Da gibt es auch keine Diskussion. Das ist Physik, das ist Biochemie, das ist einfach so. Der Körper kann Kohlenhydrate, Glucose synthetisieren aus Aminosäuren und aus Fettsäuren. Punkt. Deswegen, selbst in einer Carnivore-Ernährung, also wirklich nur Fleisch, Fisch, Eier, führt das nicht zu einem Kohlenhydratmangel. Das ist etwas, was ich nochmal ganz klipp und klar darstellen möchte. Aber man kann sehr gut die Kohlenhydrate in einen Überschuss schießen. Und ich meine jetzt nicht nur Zucker. Kohlenhydrate sind ja auch Kartoffeln, Nudeln, Reis, Brot, Getreide, Gemüse. Auch Kohlenhydrate, zwar minimal, aber ja. Und Obst, viel Kohlenhydrate, viel Zucker. Und wenn wir unserem Körper mehr von diesen Kohlenhydraten zuführen, als er wirklich verbrennen kann, adäquat, dann führt das dazu, was wir bei mir sehen, immer noch Fetteinlagerungen. Das sind Altlasten. Ich habe zwar schon über 70 Kilo abgenommen, aber ich bin noch lange nicht am Ende. Aber die Körperform, die ich jetzt gerade hier präsentiere, auch mit ihrem Hormonstatus und mit ihrer Stoffwechselauffälligkeit, ist dem Kohlenhydratintake geschuldet. Okay. Und dieser Kohlenhydratintake macht genauso wieder einen Nährstoffmangel. Sobald wir das System aus der Waage schießen, ist das vollkommen klar. Erstmal Glückwunsch zu diesem Erfolg. Das ist Wahnsinn. Ich habe keinen Tag gehungert. Es war wirklich easy. Es war richtig easy. Möchtest du uns deinen Tipp verraten? Ja, ich habe wirklich auf Kohlenhydrate verzichtet. Ganz, ganz einfach. Also noch simpler kann ich es nicht ausdrücken. Ich habe mein Eiweiß hochgefahren, ich habe Gemüse gegessen, wenig Salat, weil Rohkost ist auch immer noch so eine Sache für den Darm. Ne? Passt auch nicht bei jedem. Okay. Und ich habe Sport gemacht. Das war alles. Nicht gehungert. Das ist ganz wichtig. Weil sobald wir den Körper in Hunger schicken, verändern sich Stoffwechselvorgänge. Der fährt das Notprogramm hoch und dieses Notprogramm blockiert. Macht eine Cortisolausschüttung und wir hängen in diesem Hamsterrad fest. Aber das ist, wie gesagt, ein sehr großes Thema, sehr großes Feld. Wahnsinn. Du hast ja gemeint, also Eiweiß besteht aus Aminosäuren. Jetzt denke ich, dass viele auch ein großes Fragezeichen haben, was Aminosäuren sind. Okay, sie sind, es ist Eiweiß, aber was brauche ich davon genau? Wie äußert sich's? Und wie bemerke ich, dass ich einen Mangel habe? Okay, also Aminosäuren, jetzt mal ganz grob runtergebrochen für den Laien, das sind unsere Bausteine. Wir brauchen Aminosäuren für alles. Der gesamte Körper ist aus Aminosäuren gebaut. Ein Sportler, dem brauche ich das nicht zu erklären. Jeder Sportler weiß, wenn ich nicht genug Aminosäuren zuführe, dann habe ich keinen Muskelaufbau, dann habe ich keine Muskelkraft, dann habe ich keine Energie und so weiter und so fort. Aber es ist auch zum Beispiel für die Regeneration dringend notwendig. Wir brauchen es. Für Enzyme, für Hormone, wir brauchen es für alles. Wenn wir einem Körper die Aminosäuren wegnehmen, dann stirbt dieser Körper, um es mal aufs Minimum runterzubrechen. Wenn wir in Regenerationsprozessen sind, wenn wir Operationen haben, wenn wir Verletzungen haben, brauchen wir extra viel Aminosäuren, weil das eben diese kleinen Strukturelemente sind, die unsere Zellen aufbauen. Der ganze Körper wird von Aminosäuren und Fettsäuren getragen. Also ohne Aminosäuren kein Leben. Das ist also noch einfacher, kann man es nicht ausdrücken. Es ist Energie. Und das ist auch das, was den meisten Leuten fehlt, wenn wir einen Aminosäuremangel haben. Ich nenne nur ein paar Symptome. Das ist Energiemangel. Das ist Infektanfälligkeit. Das ist zum Beispiel Haarausfall. Das ist schlechte Haut.
Das sind nur ganz wenige, kein Muskelaufbau, also wirklich körperliche Schwäche, Müdigkeit. Ja, nur mal, um so das Grobe zu nennen. Hormonstörungen. Also schon ein breites Feld. Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt, also wenn ich mich jetzt in, ja, als einen Laien versetze oder beziehungsweise in die Situation, dann würde ich mir denken, okay, Eiweißmangel, ich esse jetzt vielleicht ein paar Eier mehr, ein bisschen Joghurt, trinke Milch. War es das dann schon? Also. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, es ist eine sehr gute Frage. Also, wir gehen mal davon aus, dass wir pro Kilogramm Körpergewicht, und ich meine existierendes Körpergewicht, mindestens ein Gramm Eiweiß brauchen. Also nehmen wir mal an, es wiegt einer 70 Kilo, der braucht mindestens 70 Gramm Eiweiß am Tag. So, das kann sich jeder ausrechnen. Ein Ei mittlerer Größe hat ungefähr 7 Gramm Eiweiß. Das heißt, wenn ich ein Ei esse, sind das 7 Gramm. Wenn ich auf die 70 Gramm kommen will, wären das 10 Eier. Stolze Menge. Okay, gut. Ist aber kein Problem, kann man essen. Die Eier sind ja nicht ungesund. Also das müsste mittlerweile zum Letzten durchgedrungen sein. Eier machen keinen Cholesterinanstieg. Das ist eins der besten Lebensmittel, die es gibt, wenn sie aus vernünftiger Haltung kommen. Das immer dazu gesagt. So. Ich kann aber natürlich auch 100 Gramm Fleisch essen, das sind dann ungefähr 20 Gramm Eiweiß. So Pi mal Daumen, nur so grob. Das heißt, wenn ich mir jetzt ausrechne, ich mit meinen 70 Gramm Eiweiß brauche so und so viel Eier, so und so viel Fleisch oder so und so viel Käse am Tag, dann habe ich diese Portion und wenn ich die über den Tag verteilt esse oder auch nur einmal am Tag, das wäre intermittierendes Fasten oder OMAD, also One Meal a Day, das gibt es auch, super Tool übrigens, dann ist das okay. Dann hat der Körper so diese Grundbausteine gebraucht. Wenn ich jetzt eine Operation hatte, eine Verletzung hatte, einen Knochenbruch hatte oder viel Sport treibe, dann brauche ich mehr Eiweiß. Dann geht das bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht drauf. So. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich esse meistens nur eine Mahlzeit am Tag. Mhm. Ich wiege jetzt im Moment noch 120 Kilo. Ich bin allerdings auch im Kraftsport unterwegs. Ich meine, okay, es könnten 20 Kilo weniger sein, hätte ich nichts gegen, aber gut. Ich habe relativ viel Muskelmasse auch zu unterhalten und wie gesagt, ich habe ein Körpergewicht von, also ich muss 120 Gramm Eiweiß Minimum essen, mhm. wenn ich aber im Kraftsport bin, eher bei 200 Gramm. So, und jetzt versuch bitte mal 200 Gramm Eiweiß in eine Mahlzeit zu quetschen. Schwer, mhm. ganz, ganz schwer. Und da bin ich dann zum Beispiel so, dass ich sage, okay, wer Schwierigkeiten hat, diese Mengen an Eiweiß zu essen, dem ist zum Beispiel super gut mit so einem Aminosäuredrink geholfen. So ein Eiweißshake. Das machen ja Bodybuilder, Kraftsportler, die machen das ja auch ganz gerne und pushen sich damit ein bisschen, vor allen Dingen so nach dem Training. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn die qualitativ von der Zusammensetzung her gut sind und ich die von der Milchbasis her, wenn ich die gut vertrage. Warum nicht? Ich muss das nicht unbedingt alles essen. Ja. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel Leute habe, die keine Eier, kein Fleisch, kein Fisch mögen. Okay, dann kann ich mir mit solchen Eiweißshakes helfen. Wichtig ist, das Eiweiß wirklich reinzubekommen. Mhm. Da lasse ich dann auch gerne mit mir reden, auf welche Art und Weise. Hast du dann auch einen Tipp für uns, auf was man genau aufschauen muss beim Kauf von dem Eiweißshake oder von dem Produkt, was wirklich essentiell wichtig ist? Es sollte ein ausgewogenes Aminosäureprofil enthalten. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Shakes, die auf dem Markt erhältlich sind, grundsätzlich ein ausgewogenes Aminosäureprofil haben, mhm. und da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dann muss man darauf schauen, wie sehen die Zusätze aus. Da kann man jetzt ein bisschen pingeliger sein, so wie ich zum Beispiel. Da sind ganz viele Süßstoffe sind bei mir raus. Die würde ich definitiv nicht nehmen. Da muss man dann gucken. Es gibt natürlich immer noch Geschmackszusätze. Die Qualität des Proteins, das da verwendet wird. Also ich habe zum Beispiel wahnsinnig gerne Produkte, wo dann aus Weidehaltung draufsteht. Und das muss man dem Hersteller natürlich auch glauben. Also da ist natürlich auch Vertrauensgrundlage, muss da sein. Also deswegen schon darauf achten, dass es qualitativ auch ein hochwertiges Produkt ist. Und dann, ja, wie gesagt, die Zusatzstoffe, Geschmacksstoffe, die drin sind, Süßstoffe, die drin sind.
Da kann jeder dann selber für sich schauen. Ich bin ja auch bei Nahrungsergänzungsmitteln da sehr, sehr pingelig. Also es gibt einfach Sachen, die gehören für mich da nicht rein. Mhm. Füllstoffe, Rieselhilfen, Farbstoffe wie Titandioxid, das gehört für mich nicht in Tabletten oder Nahrungsergänzungsmittel. Das gehört eigentlich nirgendwo rein. Vielleicht in weiße Wandfarbe, aber ansonsten nein. Wenn ich jetzt ja, sozusagen das erste Mal mich an sowas rantaste und sage, okay, ich habe hier vielleicht so eine kleine Erkältung oder mir läuft die Nase, dann ist ja der erste Gang der meisten Menschen, ich gehe in den Drogeriemarkt und nehme mir so ein Multivitaminpräparat und das schmeiße ich dann in mein Wassergläschen und dann trinke ich das jeden Tag. Da gruselt es mich schon, wenn ich es höre. Ich glaube, man merkt es. Man kann wahnsinnig viele Multivitaminpräparate kaufen und ich sage es jetzt mal ganz frech, ich bin so dreist, ich bin ja mir vor allen Dingen Rechenschaft gegenüber schuldig, die meisten davon kann man in die Tonne kloppen, Punkt. Wir haben Minimaldosierungen drin, wir haben Kombinationen drin, die für mich überhaupt nicht passen, weil die Wirkstoffe sich gegenseitig in der Aufnahme behindern, genauso wie sie sich ergänzen können, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Also auch Mikronährstoffe sollten an Tageszeit, an Kombination und so weiter und so fort angepasst werden. Dann haben sie die optimale Wirkung. Da sind Zusatzstoffe drin. Also das Zeug müsste ich tonnenweise nehmen, um einen Effekt zu haben. Ich will jetzt den Placebo-Effekt jetzt nicht außer Acht lassen. Der funktioniert bei vielen Menschen, aber genauso wie der Nocebo, der funktioniert auch. Für mich macht es Sinn, gezielt, wenn wir jetzt eine Erkältung nehmen, zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Erkältung. Ich habe vorher nichts genommen. Also ich bin vollkommen blank unterwegs. Dann zu sagen, okay, jetzt fahre ich mal Vitamin C wenigstens hoch, das Vitamin D hoch. Und ja, Zink ist fast zu spät. Das sollte man im Anfangsstadium schon hochfahren. Aber von mir aus auch noch Zink. Also wenigstens das. Mhm. Das ist super. Und dann sollte ich dann auch gezielt gucken, dass ich die richtigen Dosierungen nehme. Also jetzt nicht so Kinderdosierungen, sag ich mal, die de facto dann nichts nützen. Da sollte man sich dann schon an Firmen wenden oder an Therapeuten wenden oder an Ärzte wenden, die sich damit auskennen. Oder man liest sich wirklich ein, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Worüber wir hier reden, ist nichts Therapeutisches. Es geht sich darum, dass ich eigenverantwortlich herausfinde, was mein Körper braucht und was ich ihm zuführen muss. Ich gehe auf Nummer sicher, wenn ich Präparate kaufe, die in einer Kombination zusammengestellt sind, in einer normalen Dosierung, die auf gar keinen Fall schädlich sein kann. Mhm. Da gehe ich auf Nummer sicher. Und das mal grundlegend zu machen, wenn man so das Gefühl hat, meine Ernährung ist vielleicht nicht ganz optimal oder meine Gesundheit könnte vielleicht doch ein bisschen besser sein, ich schwächel auf dem einen oder anderen Feld, dann ist das für mich das Vernünftigste, was man machen kann, sich mit den Grundstoffen erstmal wirklich grundlegend zu versorgen und dann zu gucken, dass man gar nicht erst in einen Mangel, in einen richtigen Mangel kommt. Denn wenn sich ein richtiger Mangel manifestiert, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Den auszugleichen, das kriegen wir mit normalen Dosierungen der Nahrungsergänzungsmittel kaum hin. Das wäre genauso, als würde ich versuchen, mit einem Fingerhut eine Badewanne vollzuschöpfen. Also viel Spaß. Wird nicht funktionieren. Aber in dem Feld, wir sind ja jetzt nicht in dem Feld, wo wir Therapie unterstützen oder krankheitsunterstützend was machen müssen, sondern im Vorfeld. Ja. Und im Vorfeld machen vernünftige Nahrungsergänzungsmittel in einer vernünftigen Konzeption und Dosierung absolut für jeden Sinn. Wenn ich auch den Mangel habe, wahrscheinlich. Ja, nicht nur, auch unterstützend. Mhm. Auch unterstützend. Es geht sich bei Biohackern ja vor allen Dingen auch darum, das Optimum zu erreichen. Und ich optimiere gerne. Und es gibt kaum Menschen, bei denen man nicht optimieren kann. Ich will jetzt hier keine Hochleistungsrennpferde erzeugen. Darum geht es nicht. Es geht sich darum, dass ich morgens munter aufstehe, dass ich meinen Tag ohne Energieknick hinkriege, dass meine Verdauung gut läuft, dass meine Haut gut aussieht, die Haare wachsen, die Nägel wachsen, ich mich energetisch gut fühle und abends gut ins Bett komme und gut schlafe. Wenn ich das alles von mir behaupten kann, dann bin ich richtig gut aufgestellt. Und da werde ich wahrscheinlich auch nicht viel tun müssen, denn anscheinend mache ich schon sehr viel richtig. Hm. Wenn ich aber diese Punkte auch nur in ein oder zwei Fällen verneine,
dann weiß ich, dass da irgendwo schon ein Mangel ist und dass ich ein bisschen unterstützen muss. Und warum auch nicht? Da hast du recht. Na, also da kann jeder irgendwie für sich überlegen, sich selber einfach was Gutes zu tun. Und ab einem gewissen Alter, also bei mir ist so die Altersgrenze 40, 45. Mhm. Entschuldigung, aber dann gibt es Stoffe, die müssen zugeführt werden. Ich bin jetzt dreist und sage das einfach so. Also die fehlen dann den meisten Leuten. Was und ist es so? Das ist zum Beispiel Q10 zum Beispiel. Mhm. Die Q10-Produktion lässt mit zunehmendem Alter extrem nach und das fällt also wirklich stark ab. Oder wir haben Sachen wie Magnesium, das fängt aber schon früher an. Das muss, sollte eigentlich jeder Magnesium zu sich nehmen. Weil gerade in unseren stressigen Zeiten, und Stress haben wir alle, Stress ist ein Magnesiumräuber, ist ein Magnesiumfresser. In Zeiten von Infektanfähigkeit, jetzt Herbst-Wintersaison, da ist Zink auf jeden Fall. Das sind für mich so Standardsachen, die man nehmen sollte. Jetzt haben wir gesagt, wir beschränken uns auf Aminosäuren, Mineralien und Vitamine. Ich meine, Vitamine hat auch jeder schon gehört, wir brauchen Vitamine. Ja, weil Vitamine ja dadurch definiert sind, per se, dass sie dem Körper von außen zugeführt werden müssen, weil der Körper sie nicht selber synthetisieren kann. Schönes Beispiel, Vitamin D, das ist nämlich kein Vitamin, es ist eigentlich ein Hormon, weil der Körper Vitamin D synthetisieren kann über die Haut. Kann. Und da liegt die große Betonung. Mit zunehmendem Alter lässt die Synthetisierungsfähigkeit der Haut nach. Das ist eine Tatsache. Zweitens, in unseren Breitengraden bekommen wir nicht genug Sonneneinstrahlung über das ganze Jahr für die Synthetisierung. Drittens müssten wir, ich sag mal, 70% der Körperfläche für 10, 20 Minuten jeden Tag Sonnehöchststand bestrahlen lassen, um die nötige Menge zu synthetisieren. Mhm. Und wir dürfen keine Sonnenschutzmittel benutzen dabei. Also können wir ausschließen. Ja. Also ich kenne keinen. Also ein paar ganz junge Biohacker, die es wirklich auf die Spitze treiben, aber selbst die kriegen ja im Winter die Sonneneinstrahlung nicht hin. Ja. Also von daher können wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die Vitamin D nicht substituieren, also fast alle Menschen, die Vitamin D nicht substituieren, im Mangel sind. Punkt. Ah, die Fettsäuren, genau, darauf wollte ich. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ich war wieder zu. Wir haben über Mineralien und Vitamine gesprochen, Aminosäuren gesprochen, die Fettsäuren sind aber genauso essentiell. Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Da werden wir bestimmt irgendwann noch mal ein eigenes Gespräch zu aufziehen, aber nur ganz kurz. Wenn dieses Verhältnis nicht stimmt, dann haben wir nicht nur irgendwann mit unserem Gehirn, mit unserer Denkfähigkeit Schwierigkeiten. Wir haben Herz-Kreislauf-Erkrankungen zur Folge. Und. Das sind essentiell wichtige Sachen. So, und wenn man jetzt davon ausgeht, Omega-3 reinzubekommen, das kriege ich über gutes Weidefleisch, das kriege ich über Fisch, das kriege ich über Algen. Aber ich brauche halt in bestimmten Fällen bestimmte Dosierungen davon. Also grundlegend sagt man 2 Gramm DHA, EPA am Tag, Omega-3 ist genug. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel chronische Entzündungen habe oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann muss ich diese Omega-3-Zufuhr zum Beispiel auch hochfahren, bis ich einen gewissen Level erreicht habe. Da braucht man auch einen Fettsäurentest. Aber da seid ihr ja auch schon dran, euch richtig reinzuknien. Es ist essentiell wichtig. Und so greift eins zum anderen. Ja, das ist auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Thema. Das ist ja so facettenreich, das ist ja wahnsinnig. Und ich denke, die meisten sitzen jetzt vor dem Video und denken sich, ich habe ein kleines Wehwehchen. Wie zum Beispiel, ich bin immer sehr müde morgens oder mir tun die Muskeln nach dem Sport weh. Hast du da so Tipps oder du sprichst ja auch bestimmt mit ganz, ganz vielen Menschen, die so kleine Wehwehchen haben. Gibt es Sachen, die einfach super häufig auftreten? Ja, also da nenne ich wieder das Magnesium. Das tritt ganz häufig auf. Und das ist auch gerade so für den Sport, also da ist es essentiell wichtig, aber auch für einen guten Schlaf brauche ich Magnesium. Also das ist so einer der Stoffe, den würde ich wirklich jedem empfehlen. Vitamin D greift weitaus tiefer ins Geschehen ein und ich habe ja
Ich habe mit Klienten zu tun, die wirklich richtig, richtig krank sind. Wir sprechen hier von Menschen, die schon bei zig Ärzten waren, denen es wirklich nicht gut geht. Und so jemanden aufzubauen, das ist schon, ich sag mal, Kunsthandwerk. Wenn wir jetzt im Kleinen sprechen, diese Müdigkeit, das kann man sehr gut mit Vitaminen in einer vernünftigen Abstimmung, also wie gesagt, ein bisschen Vitamin A, Vitamin D, das Vitamin K wäre super für die Knochen, also gerade jetzt für Frauengesundheit ab 40 ist Vitamin K2 in Kombination mit Vitamin D ganz, ganz wichtig, weil es einfach die Knochenstabilität und die Knochendichte garantiert. Man muss wirklich bei jedem so ein bisschen gucken, ja, wo liegen denn die Mangelzustände oder was könnte es sein? Wenn man morgens müde aufwacht, kann es ja auch schon sein, dass einfach der Schlaf nicht besonders erholsam ist. Dass man dann eben, wie gesagt, zum Beispiel abends sich dieses Magnesium gibt oder auch mal guckt, wie sieht meine Stresssituation allgemein aus. Und da gibt es sowohl Mineralien als auch Pflanzenstoffe, mit denen man diese Zustände sehr gut regulieren kann. Mhm. Aber das ist individuell. Also da muss man wirklich so bei jedem gucken, wo liegt denn das Manko? Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich habe hier ein Nährstoffprotokoll mit 8 Nährstoffen, die würde ich jedem aufs Auge drücken. Zack. Also brauche ich nicht zu gucken, was da an Vorabsituationen ist. Das sind einfach die Sachen, die müssen sein und die schaden auch keinem und das sollte jeder nehmen. Aber das ist jetzt so in so einer Interviewsituation, naja gut, ich könnte jetzt ein paar nennen, Omega-3 definitiv, Magnesium definitiv, Vitamin D, Selen, Zink, Jod, was habe ich vergessen? Was brauchen wir noch? Mindestens. Ja, und auf die Eiweißmenge achten ist auch ganz wichtig, logischerweise. Aber das ist jetzt nur mal so einfach in den Raum geschmissen. Mhm. Und das sind meist schon Sachen, das merkt man dann bei den Leuten auch relativ schnell. Wenn sie da so ein bisschen zuführen, dass es ihnen wirklich relativ schnell energetisch auch besser geht. Vitamin C. Auch. Du hast ja vorhin angedeutet, dass man manche Präparate am besten zusammennimmt, manche Präparate am besten getrennt nimmt. Und so jetzt diese ja, essentiellen Sachen, was du meinst, also wie Magnesium zum Beispiel und Vitamin C, wann nehme ich denn am besten was und in welcher Kombination? Da muss ich jetzt vorab sagen, es gibt dazu sehr viele unterschiedliche Meinungen. So, wenn ich jetzt sage, ich mache es so und so und so, dann stelle ich damit nicht den Anspruch, das Weisheit letzter Schluss hier getroffen zu haben. Es gibt viele Ärzte, Wissenschaftler, die es anders sehen. Das muss dann jeder für sich selber vom Logischen her, wie er es für sich logisch empfindet, entscheiden, wie er es macht. Also Magnesium gebe ich zum Beispiel über einen Tag verteilt. Ich mache das sehr gerne, dass ich mir eine Literflasche voll Wasser mit meiner Magnesiumdosierung, Citrat, am liebsten Citrat, weil das für den Körper am besten verwertbar ist, ohne unangenehme Begleiterscheinungen. Es hat zwar nicht den höchsten Magnesium, also Magnesium, elementaren Magnesiumgehalt, aber wie gesagt, es ist sehr gut verwertbar und verträglich. Also ich mache mein Magnesiumcitrat in diese Literflasche und trinke die so über den Tag verteilt, einfach zwischendurch. Oder auch mal abends gerne einen Magnesium-Shot, bevor ich ins Bett gehe. Zink allgemein sollte nicht mit Magnesium zusammengenommen werden, vor allen Dingen in höheren Dosierungen nicht, weil es beides an dieselben Rezeptoren praktisch andockt und es behindert sich dann gegenseitig. Mhm. Also das wäre rausgeschmissenes Geld. Und das ist jetzt nur das kleinste Übel. Also der Körper, was er nicht braucht, was er nicht gerade jetzt in dem Moment verwerten kann, das scheidet er ja wieder aus bei den ganzen wasserlöslichen Sachen. Das heißt, es geht mit dem Urin wieder raus und das wäre nicht besonders clever. Und es gibt auch einige Wissenschaftler, die sagen, dass gerade Zink am besten so um 18 Uhr rum wirkt. Es gibt tatsächlich eine Clock-Funktion von Nährstoffen, die an die Tagesrhythmik angepasst werden. Aber das geht viel zu weit. Also das ist in unseren Alltag kaum einzubauen. Okay. Jedes Nahrungsergänzungsmittel zu der Uhrzeit zu nehmen, wo es angeblich am besten wirkt. Das hat ja auch noch was mit dem Biorhythmus zu tun. Also der spielt da auch noch eine Rolle. Also,
Magnesium über den Tag verteilt, Zink abends. Vitamin C bitte bis zum frühen Nachmittag. Es könnte abends munter machen, also Vitamin C bitte nicht abends nehmen, weil das könnte wirklich den Schlaf stören. Vitamin A, Vitamin D, die fettlöslichen Vitamine immer zu einer Mahlzeit. Da ist es relativ egal, ob das Frühstück, Mittagessen oder Abendessen ist. Mhm. Wobei ich die immer in die Mittagszeit lege zu einem fetthaltigen Essen, weil die Fett brauchen, um aufgenommen werden zu können. Ich habe es ganz gerne, diese fettverdaulichen Vitamine getrennt von den wasserlöslichen zu nehmen. Also ich nehme zum Beispiel Mangan, Molybden, Kupfer, Rutin sehr gerne morgens nüchtern, weil das die wasserlöslichen sind, die dann vom Körper auch wirklich richtig gut aufgenommen werden können. Weil Wasser und Fett gleichzeitig ist immer ein bisschen schwierig. Also wird die Aufnahme immer ein bisschen behindert. Mhm. So kann man es zum Beispiel aufteilen. Dankeschön, danke für deine hilfreichen Praxistipps. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt über das Thema Vitamine, Mineralstoffe und auch Nahrungsergänzung gesprochen. Und bei Nahrungsergänzung ist ja so, das zahlt ja auch keine Krankenkasse. Oder auch die meisten Bluttests oder dass man sich mal ja, als Nicht-Kranker testen lässt, ist ja auch keine Kassenleistung. Und was wünschst du dir denn in Bezug auf diese Prävention, ganzheitliche Gesundheit, zum Beispiel auch ja, von den Krankenkassen, von der Politik? Oder gibt es da etwas, was du einfach ändern würdest? Also definitiv ja. An den Menschen an sich schon mal gesprochen, es ist ganz wichtig, dass jeder Einzelne für sich wieder in Eigenverantwortung geht. Wenn es unsere eigene Gesundheit betrifft, dann macht es keinen Sinn, die in fremde Hände abzugeben und zu sagen, ach, das wird schon anderer richten. Das funktioniert nicht. Ich muss mich eigenverantwortlich um die Sachen kümmern, die mir nah am Herzen liegen, die mir so viel wert sind. Also wenn ich jetzt bei Männern anspreche, das Auto, da polieren die auch selber, da haben die verschiedene Polituren für jedes Chromteilchen, ein anderes und für das und das und das. Wie kann man in etwas Totes so viel reinstecken und dann bei sich selber sparen? So, das ist mal das Erste. Wir müssen uns von dieser Mitnahmementalität im Gesundheitswesen trennen. Das funktioniert nicht. Zum Arzt gehen, Tablette und alles ist gut. Das Einzige, was da behandelt wird, das ist wirklich die Symptomatik. Also das ist ein Gedanke, da kommen wir dann auch auf Krankenkassen und Ärzte. Wir müssen von der Krankenmedizin zur Gesundheitsmedizin gehen. Herr Dr. Strunz sagt immer seine Frohmedizin. Er hat ja vollkommen recht. Wir müssen wesentlich mehr Wert auf Prävention legen und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, mit Chemiekeulen rumschwingen. Das funktioniert nicht. Und wir sehen, dass es nicht funktioniert, weil Krankenstände, chronische Erkrankungen steigend sind. Wir haben in keinem Gebiet rückläufige Zahlen. In keinem. Das heißt also, es ist mindestens von der Gesundheitspolitik her, dass wir die Ernährung auf einen anderen Stellenwert bringen müssen, unsere Ernährungsrichtlinien umarbeiten müssen. Die sind von Arnaud Redepief, die gelten heute so nicht. Und die haben auch damals schon nicht wirklich gegolten. Und dass wir in die Präventivmedizin kommen müssen. Das heißt aber auch, dass präventiv einmal im Jahr große Tests für jeden Bürger obligatorisch sein sollten. Einmal wirklich ein riesengroßes Blutbild, aber dann auch mit allem drum und dran. Mit Mineralien, mit Vitaminen, mit Fettsäuren, mit Aminosäuren, damit wir ganz genau sehen können, kommt irgendwas in Schieflage? Und wenn ja, wie können wir gegensteuern? Weil dann erübrigt sich die Krankenbehandlung. Und das würde uns immense Kosten sparen. Also definitiv in die Präventivmedizin einsteigen und das auch subventionieren. Weil die Testungen sind teuer, wenn man es für sich regelmäßig machen will. Ich meine, es ist auf jeden Fall gut investiertes Geld. Da bin ich die Erste, die sagt, da verzichte ich lieber auf den Urlaub und mache lieber meine komplette Volltestung durch und sehe, was ich brauche. Naja, und ansonsten müssten wir auch Leute wie Schulen, wie Arbeitgeber ins Boot mit reinholen. Wir brauchen hier ein Gesundheitsmanagement, das präventiv schon eingreift. Und wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie mit Burnout, mit Stressreaktion, mit ADHS,
dass wir dann aber ganz gezielt gucken, okay, wo können wir denn erstmal versuchen, Defizite auszugleichen? Und was erreichen wir damit, dass wir Defizite ausgleichen? Denn wenn es daran liegt, jemandem nur bestimmte Mineralien, Vitamine oder Eiweiß zuzuführen und dem geht es dann besser, liebe Leute, dann brauche ich keine Medizin, dann brauche ich keine Chemie, sondern dann kann ich das tatsächlich mit Nahrungsergänzung machen oder mit der richtigen Ernährung. Und das ist das, wo wir ansetzen müssen. Und nicht erst, wenn alles zu spät ist und dann nur, um das Schlimmste abzublocken. Also das wäre mein Wunsch, so allgemein, wie es laufen sollte. Also auch eben Giftstoffe aus der Ernährung raus und Glyphosat sofort verbieten. Massentierhaltung sofort verbieten. Wir züchten in diesen Tieren Krankheiten. Alleine schon die Fettsäureprofile dieser Tiere, wie die gefüttert werden, ist eine Katastrophe. Und dass ein Mensch, der dieses Fleisch isst, auf kurz oder lang krank wird, das ist für mich selbstverständlich, das steht außer Frage. Das ist so. Also ich bin bei allem völlig bei dir. Ich finde auch, man muss einfach in die Prävention investieren und das geht meistens im Kindergarten und in der Schule schon an, weil zum Beispiel bei For You ist es so, wir bekommen Obst gestellt, jede Woche, super frisch. Wenn ich jetzt in eine Schule gehe und in diesen Kiosk verkaufe, ja, da wirst du kein Obst finden. Da findest du die Käsestange oder den Schokoriegel. Mit der Käsestange kann ich noch konform gehen, wenn es vernünftiger Käse ist, aber da scheiden sich dann ja schon wieder die Geister. Was das Obst betrifft, ist bei einem angemessenen Bewegungslevel und nicht zu viel Obstüberschuss und vernünftiges Obst auch nichts gegen einzuwenden. Also an apple a day keeps the doctor away, das ist ein Asbach-uralter Spruch. Und wenn wir einen Apfel nehmen, der nicht komplett überzüchtet und übersüßt ist, dann trifft das auch noch. Aber weißt du, Katharina, jetzt geh mal und guck mal, wo du vernünftige Äpfel noch herkriegst. Ich meine, richtig alte Sorten, die auch eher so ein bisschen säuerlich sind und nicht auf süß und schön gezüchtet. Da fängt das Problem schon an. Wenn ich so eine Zuckergranate habe und davon 2 oder 3 am Tag esse und sitze aber den ganzen Tag am Schreibtisch, dann habe ich auch auf kurz oder lang ein Problem. Ja, da hast du auch recht. Also alles in Maßen. Mhm. Alles in Maßen ist gut und alles im Übermaß kann ein Gift sein. Ich kann jemanden mit Salz töten. Mhm. Ich kann jemanden mit Wasser töten. Aber wenn ich kein Wasser und kein Salz zu mir nehme, sterbe ich auch. Es ist immer das Maß und das muss jeder so für sich selber individuell. Aber wir müssen einfach auch da ein Augenmerk drauf legen und wir müssen wirklich gucken. Das Salz ist ein super Beispiel. Es wird immer davon geraten, wenig salzen, wenig salzen, wenig salzen. Aber unser Körper braucht Salz. Ohne Salz sterben wir. Wenn wir zu wenig Salz zuführen, wir bringen unsere Elektrolyte aus dem Gleichgewicht. Wir verdörren innerlich praktisch. Unsere Gehirnfunktion wird schlechter, von der Herzfähigkeit zu schlagen und zu arbeiten, brauchen wir gar nicht reden, ohne Salz funktioniert das nicht. Aber wir müssen auch gucken, welches Salz. Also wenn ich natürlich so ein Billigsalz mit Rieselhilfe, mit Fluorid vollgepackt und was weiß ich nicht noch, ja, da erreiche ich dann auch keinen Gesundheitseffekt. Und das ist genau der Punkt. Es ist ein komplexes Thema, und man muss auch für jeden Einzelnen alle Seiten beleuchten. Aber es ist einfach wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und wenn ihr jetzt als Firma da wirklich auch euch Gedanken macht und dahinter steht und jetzt auch zum Beispiel mit diesem Video einfach mal versucht, alle Seiten zu beleuchten und diese Leute dazu zu bringen, mal selber nachzudenken, in sich zu gehen und zu sagen, du, was kann ich denn an Kleinigkeiten bei mir schon optimieren? Das ist super und das brauchen wir viel mehr. Und das muss in den Mainstream kommen. Das wäre optimal. Finde ich auch. Ja, bei uns gehen immer, muss ich sagen, die meisten Fragen sind immer so, muss ich denn jetzt alles nehmen, was ihr verkauft? Nee. Und da ist bei uns auch immer die Alarmglocke groß und wir sagen, nee, guck erst mal, was dir fehlt und dann nimmst du genau die richtigen Dinge. Weil teures Pipi kann jeder produzieren, indem er einfach Mineralstoffe, Vitamine in Massen zu sich führt. Das ist halt leider so. Und es schadet nicht, aber es kostet Geld und es ist dann verschwendet. Also ich habe den Grundsatz, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Das ist aber natürlich in therapiebegleitenden Substituieren wieder ein bisschen andere Geschichte. Mhm. Aber ich brauche nicht
nicht mich mit Sachen voll zu pumpen, von denen ich genau weiß, die scheidet mein Körper dann in Menge wieder aus, weil ist eigentlich genug da. Es schadet natürlich auch nicht in den meisten Fällen. Gut, es ist aber rausgeschmissenes Geld. Und wie gesagt, das muss auch nicht sein. Nee, finde ich auch. Erstmal lieber messen, lieber gucken, was fehlt mir genau. Ich glaube, manches weiß man zum Beispiel gar nicht. Also ich hatte, blödes Beispiel, aber ich bringe es jetzt einfach mal. wir haben eine Markenbotschafterin und der tränen die Augen beim Laufen, da sie einfach Allergikerin ist. Und sie hat es mit Vitamin A versucht, also sie hat gemessen, hat gemerkt, okay, sie hat zu wenig Vitamin A, hat es dann auch probiert mit Vitamin A und läuft jetzt ohne Tränen der Augen, auch wenn es Frühling ist, auch wenn alles blüht und es ist super. Vitamin A ist das Schleimhautvitamin. Das ist für alle Schleimhäute im Körper essentiell wichtig, vor allen Dingen auch für die Lunge. Gerade in den heutigen Zeiten, sage ich mal, Vitamin A, Leute, Vitamin A, um die Lungenfunktion richtig gut aufrechtzuerhalten. Aber zum Beispiel, und da kommt bei mir jetzt wieder der Pro raus, bei solchen allergischen Sachen ist zum Beispiel MSM, also Schwefel, hervorragend. Bei jeglicher Art von Entzündung, bei Allergien, bei Knochenschmerzen, bei Gelenkschmerzen, also auch zum Aufbau, gegen die Entzündung. Und da kommt immer so eins zum anderen. Und ja, genau das ist der Punkt. Das ist das, was ich meinte. Wir sehen Symptome wie das Augentränen. Und dann gucken wir, das könnte aber da und daran liegen. Und wenn man in der Materie ist, weiß man ja, Vitamin A. Klar. Augenproblematik immer erstmal Vitamin A gucken. Und ja, dann ist das so. Das weiß man dann. Also entweder misst man es oder man weiß es, führt es zu und alles ist gut, wenn man Glück hat. Es kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber das ist ja nun mal das Einfachste, was man machen kann und was auch jetzt nicht so kostenintensiv ist. Das stimmt. Also von daher ist doch das Erste, was ich ausprobiere. Definitiv. Hast du denn noch Tipps zur Auswahl oder zum Erlesen von diesem Wissen für unsere Zuschauer? Also, dass man sagt, okay, hier kann man mal beginnen oder das ist ein gutes Buch, das würde ich empfehlen. Also ich empfehle definitiv die Bücher von Dr. Strunz zum Einstieg, weil der auch für Laien verständlich schreibt. Das ist wirklich leicht nachvollziehbar, das ist leicht zu begreifen. Wen man dann nennen muss, ist natürlich der Dr. Gröber, da ist der Dr. Schmiedel, da ist der Dr. Kuklinski, Dr. Mutter. Das sind natürlich alles so Koryphäen auf ihrem Gebiet. Ich sage dazu, ich gehe nicht unbedingt mit allen in allem konform. Nein, muss ich auch nicht. Muss ich auch nicht. Es gibt viele verschiedene Strömungen, Richtungen und unterschiedliche Sichtweisen. Aber das macht ja die Vielfalt aus. Für mich ist immer so der logische Ansatz für mich wichtig. Was ich logisch nachvollziehen kann, ist für mich in Ordnung. Und wenn es bei mir mit der Logik hakt, dann sage ich mir, okay, das muss ich für mich anders sehen. Aber Literatur gibt es massenweise. Massenweise mittlerweile. Wie gesagt, was Sachen wie Gröber, Schmiedel und so weiter und so fort betrifft, das ist schon mit sehr viel Biochemie. Da sollte man vielleicht auch schon so ein Grundverständnis für haben, um da richtig gut einsteigen zu können. Sonst ist man eventuell leicht überfordert. Aber ich weiß, dass selbst da jetzt massentaugliche Bücher auf dem Markt sind. Und das schadet auf gar keinen Fall. Es gibt wahnsinnig viele Online-Kongresse, die auch umsonst sind. Da erhält man teilweise auch ganz tolle Informationen. Und im Internet kann man natürlich immer wieder mal schauen. Bei euch auf der Seite wird ja auch wahnsinnig viel erklärt. Und ich hoffe, dass das auch noch ausgebaut wird. Wenn man eure Bluttests sieht, das ist ja das, was mir daran so wahnsinnig gut gefällt. Die sind wirklich für Laien. Ja. Also ich bin ein Laie, ich habe keine Ahnung und ich kriege eine Auswertung. Und dann kriege ich aber auch direkt, das und das sind die Mangelsymptome, da und dafür kann man das nehmen, dafür wird es vom Körper gebraucht und in den und den Lebensmitteln wäre es zum Beispiel drin, aber wir hätten auch das und das Mittel, womit man es, also das ist wirklich für einen Laien ganz einfach nachvollziehbar. Ich arbeite ja mit vielen verschiedenen Tests und ich habe natürlich auch Tests, mit denen ich arbeite, die gar keine Auswertung haben, weil die mache ich ja,
Also von daher ist es, aber grundlegend, wenn man sich mit sowas beschäftigen will, dann ist es auf Portalen wie jetzt eurem oder eben Portalen, die darauf ausgerichtet sind, das Vernünftigste, sich da mal die Informationen durchzulesen und sich ein, zwei gute Bücher zu besorgen und dann gezielt nachzugucken. Das kann jeder. Ich weiß ja, dass du auf vielen Online-Kongressen auch als Expertin und Sprecherin dabei bist. Was ist Ja, viel noch nicht, viel noch nicht. Das wäre übertrieben. Aber wird was schon. wäre denn der nächste, auf den unsere Zuschauer dich sehen könnten? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, da kann ich gar nichts zu sagen, weil durch das Corona-Geschehen ist alles irgendwie in der Schwebe. Also normalerweise bin ich jetzt auf dem Jodkongress, allerdings nicht als Speaker, sondern als Zuschauer. Jodkongress. Dann haben wir das Treffen in der Charité in Berlin, das angesetzt ist, ein Fettsäurekongress. Wir haben noch ein Symposium in Herne normalerweise über Mikronährstoffe. Da ist auch der Dr. Gröber mit dabei. Nächstes Jahr, so ich hoffe, der Low Carb High Fat Kongress wieder in Düsseldorf. Wie gesagt, momentan ist das alles ziemlich in der Schwebe. Und da ich auch noch an meinen eigenen Projekten arbeite und als Interviewpartner in verschiedenen Podcasts eingeladen bin, wo wir auch Serien machen, wie zum Beispiel mit Julia Tulipan oder Romina Skalko-Brütsch, da machen wir auch eine spezielle Serie. Das füllt dann schon aus und irgendwo hören tut man mich mittlerweile ja schon, kommt man nicht mal an mir vorbei. Naja, warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt, aber mit den Kongressen ist, wie gesagt, so momentan relativ schwierig. Ich bin mal gespannt, wohin sich das Ganze noch entwickelt. Wir hoffen mal nur positiv. Sowieso immer positiv. Negativ können die anderen. Nein, nein, immer positiv. Es kommt, wie es kommt. Und küt wie küt, sagt der Kölner. Okay, super.